Hallo, liebe Aufrufer. Feminismus, Emanzipation, oh Vorsicht, mein dritter Teil. Und ich habe hier was Persönliches mitgebracht. Diejenigen, die die Publikationen von Dietmar Möws kennen, werden wissen, dass ein dritter Teil kommen musste, und zwar auch was kommt. Es kommt natürlich aus dem Berliner Manifest, das ich für die Piratenpartei geschrieben habe im Jahre 2009, die revolutionäre Grundtatsache, für die bis heute in der Politik noch keine Einsicht und keine Programmatik vorgehalten wird, also einerseits die absolute overwhelming IT-Revolution, die Fernfuchtelei, die Probleme der neuen Sinnlichkeit durch die neuen technischen, beschleunigten und weitreichenden Kommunikationstechniken. Und das andere ist, wir haben das Ende von Sexus Nexus erreicht, indem man ohne zwei Zeuger, Frau und Mann, inzwischen im technischen Labor Reproduktionsnachkömmlinge schaffen kann. Frauen sind also nicht mehr auf Männer angewiesen. Und ich möchte nur sagen, dieses mit den feministischen Männern ist ja witzig. Es ist ja hier sozusagen der Auftakt zu diesen drei Teilen, Feminismus und Emanzipation, für mich gegeben worden durch die Sendung am Freitagvormittag im Deutschlandfunk. Da hieß es dann irgendwie Feminismus und dann wurden Wissenschaftler zitiert. In dieser Sendung Lebenszeit. Und das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt, ob diese zur Diskussion gestellten Umstände wie Mentorinnenprogramme oder Girls Days oder so, also die Forderungen des Feminismus, überhaupt sinnvoll sind. Das wurde gar nicht gefragt. Ich will mal hier so sagen, jetzt diese Männer, die sich auf diesen Blödsinn einlassen, abgesehen von den irregeführten Frauen, die mir sehr leid tun, die unter dem Stichwort emotionale Intelligenz, Feminismus und so weiter Rechte fordern, die wissen überhaupt gar nicht, welche Rechte sie haben. Es käme darauf an, dass sie ihre Rechte mit ihrem Menschenbild versuchen auszuleben in der Gesellschaft. Aber Rechte fordern ist ja, das möchte ich gar nicht. Gut, aber dann wundern sie sich über die Männer, die endlich gelehrt haben, dass also die sexuelle Begierde eines Mannes darin gipfelt, seinen Zipfel in so ein Gummi zu stecken. Nun haben die Männer natürlich aus Bequemlichkeitsgründen, das ist ja auch wirklich ständig Fußball im Fernsehen, haben herausgekriegt, aha, schaffen sich so eine Packung Gummis an zu Hause und stecken ihr Zäpfchen ins Gummi. Dazu brauchen sie ja die Frauen nicht. Also die Frauen haben geglaubt, dass dieses Zäpfchen ins Gummi stecken nur wirklich so doll wäre, ist aber nicht wirklich. Und insofern, überlegt euch das nochmal. Ich persönlich übrigens, wenn hier immer solche Anmachen kommen, habe wirklich damit wirklich gar keine Umstände. Es ist quasi wie Eberhard Jäger immer sagte, auf jeden Topf passt ein Deckel, und genau so ist es. Ja, es gibt viele Töpfe, viele Deckel, und wenn man es ausprobiert, stellt man fest, Mensch, da geht ja einiges. So, also, als Herausgeber der Zeitschrift für neue Kunst und Kultur, nämlich Neue Sinnlichkeit, habe ich natürlich hier wunderbare Ausgaben, zum Beispiel hier, das Heft Nummer 5 aus dem Jahre 1981 bereits mit dem Titel Blätter für Damen ästhetischen Inhalts. Da hat sich mein erster Abonnent auf Lebenszeit, Eike Christian Hirsch, ein berühmter Mann, Staatspreisträger für Literatur in Niedersachsen, Eike Christian Hirsch, der diese Blätter abonniert hat auf Lebenszeit, der ist extra zu mir in meine Galerie gekommen in Hannover, um zu sagen, Mensch, das ist es genau. Ja, es gibt dann ein von inzwischen 63 Heften, ich bin gerade in der Schlussredaktion des 64. Heft, 63 Heften Neue Sinnlichkeit, die mit verschiedenen Untertiteln erschienen sind. Nur drei Hefte für Frauen sozusagen, nämlich hier das Heft 47, Blätter für die sehr verehrten liberalen Damen und Häresie. Man sieht, ich nehme keine Rücksicht auf Leo- und Fremdwörterlexikon-Benutzer. Und dann das Heft 58, Blätter für die Frau als Idol, als Preis oder als Versucherin und Gegenpart der männlichen Dominanz als Element der Gewalttätigkeit.
Ja, das ist natürlich schon eine Seminararbeit an sich. Und das ist hier wunderschöner Heftumschlag aus dem Kölner Pop-Ausstellungsplakat. So viel hier. Ich bin also kein Frauenzeitungsherausgeber, aber ich bin ein leidenschaftlicher Herausgeber und ich vertrete meine Dinge mit meiner professionellen Rhetorik überhaupt nicht irgendwie ohne Maß, sondern genau so, wie ich es möchte. Das, was ich zeige hier, das möchte ich zeigen. Und natürlich liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. So viel, ja. Also wem das nicht gefällt, der sucht sich ganz einfach was anderes. Es gibt ja tatsächlich außer mir noch andere Videokanäle in YouTube. So, und nun komme ich noch mal kurz zu diesem Zeitgeist im Deutschlandfunk mit der Moderatorin, die dem Thema des Feminismus und der Emanzipation nicht gewachsen war. Noch mal ganz kurz zurückkommt auf das Problem dabei. Die haben im Grunde genommen über Feminismus und die Forderung des Feminismus durch Quotenpolitik die Ziele des Feminismus, die man dann gar nicht benennt, aber sagen wir mal, am besten sagt man unsere Ziele, dann weiß jeder, was er sich selber denkt und glaubt dann, alle denken das Gleiche. Also die Ziele des Feminismus durch Quoten, Frauenquoten werden nicht erreicht. Es werden dann Quoten erreicht, aber die Ziele der Frauen nicht. Das wird aber gar nicht in Frage gestellt. Also wollte man wirklich Feminismus im Geiste der Menschheit, im Sinne der Menschheit, meinetwegen auch im Sinne der Frauen thematisieren, dann muss man doch zuerst mal generell auf die Frage kommen, welche sind denn die Impulse, die hier zugrunde liegen? Es kann ja nicht die Unzufriedenheit von Frauen sein. Oder das tragische Leben, das dann auch schließlich noch tödlich endet. Das betrifft doch alle Menschen. Also noch dämlicher als das wäre jetzt noch darauf zu reagieren mit irgendeinem Männlichkeitsismus. Wer so doof ist, der hat es wirklich nötig, aber bitte ohne mich. Ich möchte nur sagen, also das Feminismus-Thema muss man doch zunächst erstmal als eine Problemstellung begriffen haben. Wenn das nicht vorher abgestimmt wird, kann man darüber nicht diskutieren. Denen war das aber egal, denn die hatten sozusagen ihre Mob-Gruppe, die sowieso auf der guten Seite sind, ja, die dann auch mit Forschungsergebnissen kamen und da habe ich mich an den Kopf gefasst. Also dafür bin ich nun Wissenschaftler, dass ich weiß, welche Mindestanforderungen an Wissenschaft zu stellen sind. Man kann nicht irgendwas daherreden. Wenn ich mit dem Mikrofon in die Fußgängerzone gehe und stelle bestimmte Fragen in einer gezielten Fragetechnik als Profi, bekomme ich die Antworten, die ich hören will. Und die Leute antworten, was ich hören will. Die Alternative, dass jemand widerspricht, kann ich auch, ja klar. Aber die kommt dann, wenn ich gefragt habe, nicht in Betracht. Oder noch schlimmer, dass jemand sagt, ich weiß es nicht. Oder ich möchte nicht antworten. Oder was geht Sie das eigentlich an? Das werden Sie in Umfrageveröffentlichungen sogenannter Demoskopie niemals hören, wie viele Leute gesagt haben, was ist denn das für eine Scheißfrage? Oder ich antworte Ihnen doch nicht. Oder ich antworte zwar, aber das ist nicht, was ich denke. Und was ich denke, ist noch lange nicht, was ich tue. Und so weiter und so fort. Hier kamen die Feminismuswissenschaftler raus mit angeblichen Forschungsergebnissen. Dann nannten sie Zahlen. Wir haben so und so viel Frauen gefragt und dann haben die Frauen das und das gesagt. Und dann stellen die sich im Deutschlandfunk hin, unserem besten Radiosender, und stellen es hin, als sei die Antwort auf eine Frage. Also ich frage irgendjemand was und dessen Antwort ist nun ein Forschungsergebnis. Völlig absurd. Und das kann nun wirklich jeder Trottel überprüfen, nämlich indem man versucht, diese Antworten ganz einfach zu nehmen und mit diesen Antworten auf die Problemstellung des Feminismus zu kommen, um dadurch Feminismusziele zu verwirklichen, Frauen Fragen zu beantworten oder irgendwas. Dieses Mikrofon hinhalten, fragen und dann die Meinung zählen, ist absurder Quatsch. Es ist gar nicht Wissenschaft. Es ist im Wesentlichen Manipulation der Interviewsituation, Kuckucksfragen. Und das geht nicht, dass eine verantwortliche Redakteurin im Deutschlandfunk so einen Scheiß abliefert. So, das war der Auftakt, wieso ich mich geäußert habe zu dem Thema. So, jetzt komme ich nochmal zu dem anderen Aspekt, der mich persönlich berührt, nämlich wir brauchen keine Triebpyramide zu ignorieren, ja, Tod und Hunger und Essen und Schlafen und Sex und alles kriegen wir nicht vom Tisch. Das sind Naturgesetze. Wer also irgendwas ändern will in unserer Kultur, der kann das doch, wenn überhaupt, nur unter
Erkenntnissen dieser Naturgesetze. Himmel hast du keine Tinte. Also, diese Naturgesetze, die sind nun da. Und dann war das bis 1980 so, dass immer ein Mann, egal wie, da sozusagen wie der Elefant von Blüte zu Blüte fliegen musste, das Beispiel mit der Biene, und dann entsteht ein Kind. So, und die Frau hat immer gesagt, komm mir nicht zu nahe, komm ein bisschen näher. So, und was damit alles verbunden ist an kulturellen Folgen in der Geschichte, hat sehr unterschiedliche Spielarten, die wir theoretisch dann auch benennen mit Matriarchat, matriarchalische Gesellschaftslebensform, oder patriarchalische, immer mit sehr vielen Farben und sehr abgewandelt und so weiter. Aber das ist offensichtlich alles historisch, empirisch möglich, und dadurch kommen Nachwuchs, Genealogien, Nachkommen, Abkömmlinge. Also es hat bis heute keine Lebensweise gegeben, keine Kultur, die diese Fortpflanzung unmöglich gemacht hat. Aber es ist eigentlich in der europäischen Geschichte so, dass wenn wir in unserer Familie uns umgucken, unsere Vorfahren, wie viel verhinderte Ehescheidungen gab es, wie viel Mord und Totschlag, wie viel Streit und wie viel Unglück und so weiter, Unterwerfung der Ehepartner und so weiter, der trottelige Mann wurde zum Alkoholiker, die dumme Frau wurde geprügelt oder ich weiß nicht was, die Kinder sind zu Hause weggelaufen. Also alles, was da zu Sexus Nexus, Eros, Liebe, Sex kulturell etabliert worden war, hatte keine Alternative. Jetzt gibt es diese Alternative. Es gibt sozusagen in vitro Fertilisation, es gibt die zellteilende Repro-Technik, in dem ein Mensch aus sich selbst Nachkommen erzeugen kann. Und das ist das Neue hier, was ich sagen möchte. Wenn wir also uns gemeinsam, egal wer jetzt diese Gemeinschaft bildet, in einen Diskussionskreis setzen, wie werden wir denn in Zukunft in aller Entspanntheit, ohne heiraten müssen, ohne Frauen einkassieren oder Männer unter das Ehejoch zu zwingen oder so, trotzdem noch Nachkommen bekommen, ja, das können wir ja diskutieren. Ich sehe nur, wenn ich morgens aufstehe, ach nee, das mache ich ja nicht, also mittags aufstehe und gucke raus, es sind immer Menschen mit Kindern. Also irgendwie findet sich die Natur ihren Weg, oder die Leute würden natürlich sagen, es ist ihre Kultur. Also jeder, der Kinder hat, Großkinder hat, der wird wissen, wie weit er seine Kultur für Kultur hält, an der er selbst auch mitgestaltet hat, und wie weit diese Kultur eigentlich mehr eine Naturkatastrophe ist. Es kommt aber nicht auf meine Bewertung an, sondern hier nur auf meine Stellungnahme in dieser Thematik. Dritter Teil, Feminismus, Emanzipation. Bitte, liebe Feministen, überarbeitet mal eure Problemstellung und dann überlegt euch mal, wie weit diese Entzerrung von Mann und Frau ein Gewinn ist, eine Befreiung, und dann unter Umständen es ja dennoch zu freiwilligen Paarungen kommt, ohne Reagenzgläser. Beziehungsweise wer sich hier mit dem Gummithema nochmal beschäftigen will, ist auch eine Möglichkeit. Schönen Dank für den Aufruf hier, Lichtgeschwindigkeit und Emanzipation ist immer gut.